Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute gibt es wieder ein Aufgebraucht-Video für den Monat April. Wie immer Haushaltsprodukte und Pflegeprodukte. Anfangen tue ich mit dem wenigeren, also mit dem Pflegeprodukte. Haushalt verbrauche ich ja immer ganz schön viel. Wir haben auch viel Wäsche. Und allgemein muss man ja immer sehr viel sauber machen. Deswegen geht da auch immer relativ viel leer. Genau, als wie gesagt, zuerst wieder meine rote Tüte, also meine Pflegeprodukte-Tüte. Da habe ich zweimal Taschentücherboxen aufgebraucht. Einmal so ein schönes Design, so eine quadratische Box, die gefallen mir ganz, ganz gut. Von Alouette. Mit Wohlfühlduft ist die. Okay, stellt nicht scharf. 56 Tücher waren hier drin, dreilagig. Und hat mir auch von der Dicke ganz gut gefallen und die würde ich mir auch wieder nachkaufen. Ich brauche die immer fürs Badezimmer, so eine quadratischen, weil die da besser halt hinpassen. Dann hier im Wohnzimmer ist leer gegangen, da steht jetzt noch eine blaue. Das ist die zweite Variante davon, von Tempo. Das war diese. Die blau mit Gold, so ein bisschen blumig und ja, da waren jetzt 80 Tücher drin und die sind vierlagig. Hier steht auch drauf, durchschnupfsicher. Okay, ja, ist ja klar, die sind genauso wie die Taschentücher halt, steht hier drauf. Ja, die fand ich auch ganz gut und da, je nachdem, wo ich denn halt hinkomme, die hätte ich mir, glaube ich, mal beim Markov mitgenommen, weil ich in den Monaten nicht zu DM gekommen bin, beziehungsweise mir das da nicht mitbestellt hatte, weil ich hatte ja in letzter Zeit viel online bestellt gehabt und ja, deswegen kam die da mit. Die ist auf jeden Fall jetzt leer. Dann jetzt die Tage leer gegangen ist ein Parfüm von Max. Das Max Woman, das hat sehr gut gerochen. Das war jetzt eine 40ml Flasche oder Toilette war das gewesen und ja, gefallen mir ganz gut, wollte ich auch wieder nachkaufen, aber ich muss jetzt erstmal wirklich bei meinen Parfüms aufbrauchen. Ich bin da eher so, dass ich eher halt so neue Düfte mal ausprobieren möchte. Ja, aber so eine kleine gehen ja eigentlich relativ schnell leer. Dann einmal ist leer gegangen von Listerine. Oder Listerine, Total Care, eine Mundspülung. Das war die Variante mit Sechsfachwirkung in Clean Mint. Das ist eine lilane, das ist ja die scharfe Variante davon. Gefällt mir aber auch ganz gut. Man darf halt nicht zu viel nehmen, ansonsten kriege ich richtig Tränen in den Augen, wenn man das zu lange macht, weil das auch wirklich stark ist. Aber ansonsten gefällt mir die ganz gut. Dann sind Wattepads leer gegangen, 140 Stück von Isana. Das sind ja meine Lieblingswattepads, die würde ich mir auch immer wieder nachkaufen, weil die so am Rand halt gestanzt sind und die gehen halt nicht kaputt. Immer wieder im Einsatz, aber auch nur die 140er, weil die 70er, die fusseln. Also die sind nicht so gut gestanzt. Dann ist leer gegangen ein Cremebad von TTZ, Cleopatras Geheimnis, hat schön nach Honig und Milch gerochen, das Wasser war auch so milchig gewesen, war mit Milchproteinen, Honig und Mandel und ja, habe ich glaube ich noch einmal da und wollte jetzt einfach mal ausprobieren, genau, wäre ein Nachkaufprodukt. Denn meine Lieblingsmaske, grüner Tee und Mangomaske von Balea ist in der Zeit jetzt leer gegangen, liebe ich, habe ich jetzt auch schon öfters, also das heißt öfters, aber auch schon nachgekauft, da ich die jetzt gerne noch zu Hause haben möchte. Genau, die einmal habe ich aufgebraucht. Dann von Nivea eine Handcreme, soft und intensiv, pflegt intensiv trockene Hände mit Macadamiaöl, hat mir sehr gut gefallen, war mit 25% mehr Inhalt. Und hatte ich erst in meiner Arbeitstasche gehabt, für die Arbeit halt, weil ich da auch immer regelmäßig in der Pause meine Hände eincreme. Durch das viele Handschuhe tragen und so sind die sehr trocken. Und da habe ich immer gerne halt eine da.
Und den Rest habe ich dann halt hier zu Hause aufgebraucht. Genau. Aber vom Duft her war es auch sehr toll. Dann BB Pflegereinigungstücher 5 in 1, die blaue Variante für empfindliche und trockene Haut. Ja, auch Nachkaufprodukt, habe ich noch welche da, würde ich aber trotzdem wieder nachkaufen. Ich möchte da auch jetzt erstmal aufbrauchen. Ich glaube, noch 2 volle Packungen oder so habe ich von den Reinigungstüchern da. Und dann kommen wieder welche nach. Dann auch von Balea, die Feuchtigkeitskonzentrate sind leer gegangen. Das habe ich meistens so gemacht. Von L'Oreal gibt es ja so ein Zuckerpeeling. Und das habe ich ja mit Kiwi. Und da habe ich meistens mein Gesicht gepeelt und hinterher dann halt so eine Feuchtigkeitspflege aufgetragen. Je nachdem, was ich jetzt halt da hatte an so einem Ampullen. Und die fand ich auf jeden Fall sehr toll. Würde ich auch wieder nachkaufen. Ich habe aber jetzt von Isana noch welche da. Und die brauche ich jetzt erstmal auf. Dann. Genau. Aber ansonsten Feuchtigkeit ist ja immer gut. So. Dann noch ein Badezusatz von Tee bei TTZ. Eine Portion Glück mit Pfirsich und Vanille. Vom Duft her, ich kann nochmal dran riechen, war es eigentlich relativ gut. Ja, hat mir relativ gut gefallen, aber vom Schaum her eigentlich nicht so. Ist ja ein Badesalz, ja, ist klar. Aber ja, da hätte ich jetzt eigentlich noch ein bisschen so Flüssiges reinmachen müssen. Habe ich jetzt aber nicht getan. Ich habe es einfach so genommen. Genau. Auf jeden Fall vom Duft hat es mir gut gefallen. Würde ich auch wieder nachkaufen. Dann sind leer gegangen von Balea die Nose Strips. Das sind die jetzt mit Aktivkohle. Da sind ja 3 Stück immer drin. Und ja, verwende ich so einmal die Woche ungefähr. Und ja, sind auf jeden Fall gut. Haben das getan, was sie tun sollen. Und aktuell habe ich die weißen von Balea in Verwendung, aber die sind genauso. Ich merke da jetzt keinen großen Unterschied. Dann ist leer gegangen von Nivea die Pflegedusche Seidenmousse mit Vanille und Karamell. Das habe ich meistens genommen, wenn ich jetzt meine Haut gepeelt habe. Danach dann nochmal hier mit drüber. Dann war die Haut sehr schön weich. Und ja, Duft ging so. Also ich habe nicht viel wahrgenommen. Aber Pflege top. Also ich werde das jetzt weiter handhaben. Ich habe genug Duschschäume, dass ich da mit nach dem Peelen immer meine Haut dann nochmal abwasche. Genau das. Ich habe die aber auch so verwendet, also nicht nur hinterm Peelen. Dann ist ein Badezusatz leer geworden von Balea, das Cremebad, Vanille und brauner Zucker. Hat sehr gut geduftet, hat relativ lang gehalten und habe ich noch ein paar da, so einen großen. Möchte ich jetzt auch mal wieder aufbrauchen, dass ich mir mal auch wieder neu kaufen kann. Und genau, deswegen das. Und diese sind ja auch in meinem Projekt mit drin. Also so eine Flaschen, egal wie groß, halt aufzubrauchen. Und das ist, glaube ich, die erste davon von meinem Projekt. Genau. Dann ist ein kleines Haarspray leer gegangen, ultra stark von Femars. Das war mal in einer Glossy Young Box drin und hat mir aber so gut gefallen. Auch vom Duft her war es optimal. 75 ml waren da drin. Und wenn ich mir halt frühestens einen Zopf mache, dann gehe ich halt da ein bisschen drüber, dass die Babyhärchen so ein bisschen geglättet werden. Genau. Ja. Dann ist ein absoluter Favorit leer gegangen, also ein Top-Produkt von Isana Clean and Care Augen-Make-up-Entferner. Das ist der ölhaltige, also der 2 Phasen. Würde ich mir auch wieder nachkaufen. Aktuell habe ich die kleinere Variante davon. Hier sind 100 ml drin gewesen. Ich habe noch einige Produkte, die ich jetzt aufbrauchen möchte im Bereich Augen-Make-up-Entferner, sowie die zum Beispiel von Garnier, das mit Öl, das mit Gelb. Das möchte ich jetzt mal dafür benutzen. Und ansonsten kommt das dann wieder nach. Dann ist noch eine Handcreme leer gegangen. Die hat ich im Bad stehen gehabt. Von Claire Fischer. Die sinnliche Handcreme mit Makaron und Rose. Vom Duft her ganz, ganz toll. War ja auch mal in einer Box gewesen. Kann man, glaube ich, so nicht zu kaufen, wüsste ich jetzt nicht wo. Auf jeden Fall hat mir das gut gefallen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier fast überall, außer hier im Wohnzimmer, eine Handcreme stehen.
und dass ich mir regelmäßig halt die Hände eincremen kann. Dann aussortieren werde ich von For Your Beauty einen Pinsel, der ist schon richtig ekelig. Das ist eigentlich ein Blush-Pinsel bzw. ein Rouge-Pinsel. Und der fühlt sich auch nicht mehr so toll an. Ist auch richtig klebrig und deswegen kommt er jetzt weg. Dann von Don to Dent eine Zahnpasta ist leer gegangen, Clear Fresh. War gut auf jeden Fall. Würde ich auch wieder nachkaufen. Gerade von den billigen Varianten geht das aber auch mal. Also von daher, es muss nicht immer Marke sein, bei mir jetzt zumindest. Und ja, hat auf jeden Fall gut geschmeckt. Dann habe ich hier noch vier Produkte und dann ist die Tüte auch schon wieder leer. Dann nochmal so ein Probepack Slip-Einlagen von Always. Die kaufe ich ja auch immer eigentlich regelmäßig nach, die von Always. Deswegen, genau. Die, da waren drei Stück jetzt drin. Ja, ich meine drei Stück. Ja, war schön auszuprobieren, aber ich habe die ja auch eigentlich normal da. Dann von Balea die porenfreie Maske 3 Minuten. Die hat mir auch super gut gefallen. Würde ich mir auch wieder nachkaufen, wenn ich jetzt zu DM komme. Nicht, dass die dann irgendwann jetzt aus dem Sortiment geht und die ist dann irgendwann nicht mehr da. Auf jeden Fall war das eine gute Maske, auch wenn man gerade unreine Haut hatte. Hat das gut geholfen. Und von auch ein Top-Produkt von Shebens, die Superfruit-Maske. Limited Edition war das ja. Ich weiß es nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Ich müsste mal gucken. Auf jeden Fall ist das auch einer meiner Liebsten. Und von Salt House die Todesmeermaske Anti-Stress. Die mag ich eigentlich auch ganz gerne. Da ist man halt mal. Entschuldigung mit meiner Nase, aber irgendwie passt heute irgendwas nicht mit meiner Nase. Wenn man halt abends mal ein bisschen so abgeschlafft ist oder so von der Arbeit, man geht baden und macht ein bisschen Beauty und dann sowas hinterher ist optimal. Genau, das waren jetzt die Pflegeprodukte. Weiter geht's zu den Haushaltsprodukten. Da habe ich einmal die große Tüte voll. Und da das nicht reicht, stehen noch ein paar Produkte nebendran. Die nehme ich jetzt erstmal zuerst, nicht dass ich die vergesse. Als erstes von Profissimo, die Fliegenfalle ist leer gegangen. Das sind, ich weiß gar nicht, wie viel Stück. Fünf Stück sind da drin. Die klebt man sich ja an den Fenstern dran. Da gehen ja dann so eine kleine schwarze Fliegen dann immer dran. Die haben wir ganz, also ganz viel hier, die kleinen Fliegen. Wir wissen auch nicht, wo die wirklich herkommen. In jedem Raum sind so eine Dinger und die wechsle ich regelmäßig aus. Genau, die finde ich gut. Sind auch nicht so teuer. Und dann von Ziel eine Fleckenspray ist leer gegangen. Das benutze ich meistens, wenn ich jetzt irgendwie weiß, da ist jetzt ein Fleck drauf auf meiner Kleidung. Hauptsächlich aber für die Kleidung von meinem Freund auf den seinen Arbeitshosen, dass ich die da vorher mit einsprühe und dann wasche, weil er hat viel Öl, Metall, Späne und so weiter. Deswegen das. Da kaufe ich relativ oft was nach, beziehungsweise das, was mir jetzt gefällt, kaufe ich dann halt nach. Dann von Vernell Frischer Morgen ist leer gegangen, ein Weichspüler. Für 33 Wäschen, nee, reicht mir auf jeden Fall nicht so lange. Ja, ging vom Geruch. Ich habe gedacht, der ist schöner. Schöner finde ich davon hier zum Beispiel der von Kuschelweich oder von Soflan oder so, so einen blauen, aber war okay. Genau. Ich glaube, die von Ro mit Rose, Wilde Rose oder so heißt der, der riecht mir, glaube ich, besser. Denn ist ein Tee leer gegangen. Habe ich jetzt endlich mal aufgebraucht von Teekanne, süßer Bratapfel. Ist ja nicht mehr das Wetter dafür, aber musste ja auch mal leer werden und hat super gut geschmeckt und würde ich mir auch im Winter wieder nachkaufen. Dann aktuell noch in der Toilette hängen von WC Frisch mit Violettkraft aktiv. Ja, Eisfrische war das Winterzauber Limited Edition. Ja, wollte ich jetzt einfach mal aufbrauchen. Schönes lilanes Wasser auf jeden Fall. Gibt es ja so aktuell nicht zu kaufen. Gab es nur im Winter.
Aber ansonsten gefällt mir das auch. Würde ich auch so nachkaufen, wenn es das normal geben würde. Dann ein Spülbalsam ist leer gegangen von Denk mit. Das Aroma Intense mit Zitrone und Ingwer war so eine gelbe Variante. Waren jetzt 450 Milliliter drin. Hat mir auf jeden Fall nicht so gefallen vom Geruch. Ich bin auch froh, dass es jetzt alle ist. Ich habe meistens damit gespült oder meinen Shaker oder so sauber gemacht, weil ich habe zu meinem Freund gesagt, den Geruch willst du nicht haben. Also hat mir auf jeden Fall nicht so gefallen. Dann sind Tempus leer gegangen mit der Rosenvariante, Limited Edition. Riechen ganz gut, da waren 24 Stück drin und so eine große Packung. Ja, wollte ich auch wieder nachgucken. Habe ich, glaube ich, auch schon irgendwie nachgekauft. Dann von Alouette das Toilettenpapier. Mit Schäfchen war das, ist leer gegangen. Da sind immer 8 Rollen drin. So eine Limited Edition mit frischem Duft und kaufe ich ja ganz oft entweder von Rossmann oder halt von von DM Limited Editions, weil das mag ich ganz gern. Dann ist ein Badezusatz, ich weiß nicht, warum der jetzt hier drin liegt, aber okay. Von Tete Sepp leer gegangen, Rücken und Schulter. Der gehört eigentlich zu der anderen Abteilung. Da hat meistens vorwiegend mein Freund mitgebadet, ich ab und zu mal ein, zwei Mal. Aber das sehe ich halt nicht als aufgebraucht, also in meiner Challenge, weil ich habe das kaum benutzt. Genau. Das. Dann wie immer von Impresarin mein Hygienespüler. Ich werde jetzt in Zukunft, glaube ich, keinen Impresar mehr kaufen. Der ist ja jetzt größer geworden, also größere Flaschen und auch teurer. Da werde ich jetzt, glaube ich, denke ich mal, zu Denk mit übersteigen oder halt von Rossmann die Marke dann halt kaufen. Genau, weil das ist mir einfach zu teuer dafür, dass ich das denn so oft aufbrauche. Nee. Aber mal gucken. Dann. Okay. Dann von Rubinlicht sind Teelichter hergegangen, Sande und Wüstenrose. Das ist ja meine Lieblingsvariante mit Pink, Grün und Weiß. Und die duften voll toll. Also auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt von mir. Jedes Mal, wenn ich bei Rossmann bin, habe ich die jetzt bis jetzt eigentlich immer nachgekauft, weil die sind wirklich top. Letztens, wo ich auch noch mal da war, und oh, das ist schon ja ewig her, waren die sogar fast ausverkauft. Die anderen Sorten standen alle noch da, außer die nicht. Also das heißt ja schon was. Denn nochmal Fliegenfalle ist leer gegangen von Profissimo. Wie gesagt, ich habe jetzt regelmäßig ausgetauscht. Es waren immer nur noch 2, 3 Stück drin oder so oder eins drin und deswegen ist das so leer gegangen. Dann von Wendig Gold das Pulver ist leer gegangen. Das ist ja das ganz normale für Sportwäsche und Arbeitswäsche, was man jetzt überall mit reinmachen kann, oder beziehungsweise Handtüchern mache ich das auch manchmal rein. Ja, auf jeden Fall Nachkaufprodukt kaufe ich auch regelmäßig immer nach. Dann habe ich hier noch zweimal was zu trinken. Einmal Chai Latte von Krüger, Kokosmandel, das hat mir auch super gut gefallen. 10 Stück sind da jetzt drin. Ja, würde ich mir auch wieder nachkaufen. Gibt es ja x verschiedene Sorten von, und aber das hat sehr lecker geschmeckt. Und dann noch ein Tee von Teekanne Kleine Sünde. Das ist mit Heidelbeer und Vanille. Schön fruchtig, schön angenehm. Nachkaufprodukt. Aber ich habe aktuell so viel Tee da, ich muss erstmal wirklich aufbrauchen. Genau. Dann von Domestos ist ein WC-Gel leer gegangen. Mit Multi-Jet-Düse in Lime Fresh. Also die grüne Variante, da gibt es ja nur blau, grün und dann noch so ein schwarzes, das ist ein bisschen stärker, das kaufe ich aber meistens nicht. Nur das grün und das blaue. Ich glaube, es gab auch mal gelb, aber das kam so irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung. Beziehungsweise beim Marktkauf, wo ich das meistens kaufe, haben sie nur die beiden Varianten. Aber ich finde es top, ich wechsle mich da immer ab halt von den Farben. Genau. Dann von Profissimo Weißer Blütentraum ist die Kerze leer gegangen. Das war so eine mintgrüne. Ist ratzeputzeleer, also super abgebrannt und Nachkaufprodukt.
Ich wechsle mich auch hier auf dem Tisch dann immer ab, was da für eine Kerze steht. Mal so eine kleine, mal eine größere, mal eine Yankee-Candle, je nachdem, wo ich halt Lust drauf habe. Dann sind feuchte Allzweckbücher leer gegangen von Profissimo, sag schon, von Denk mit, die Granatapfel-Variante. Da habe ich ja jetzt etliche andere Sorten nachgekauft, aber die ist auf jeden Fall auch ein Nachkaufprodukt. Gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Gibt es, glaube ich, nur immer im Winter. Aber wenn es die halt wieder gibt, soll ich die auch wieder nachkaufen. Dann von Ceva sind hier zwei so eine großen Rollen leer gegangen mit Genie drauf. Genau, die kaufe ich meistens nach, weil das halt so eine ganz großen Rollen sind und bunte und ja. Genau, weil die kleinen, die es meistens gibt, sind so schmal und ich liebe aber so einen größeren halt und das ist da auf jeden Fall der Fall. Dann von Domur ein Badreiniger ist leer gegangen, Tropic. Ja, ich war froh, wirklich, als der leer gegangen ist, weil der Duft war wirklich ekelhaft. Also ich mochte das gar nicht damit zu putzen. Deswegen, nee, ich würde mir immer nur noch was Normales nachkaufen. Jetzt habe ich, glaube ich, einen von W5 mit Zitrus und der ist viel, viel besser. Also den auf keinen Fall mehr. Dann sind zwei Sprays leer gegangen, also für so ein Automatikspray. Einmal Hawaiian Breeze, hat mir gut gefallen vom Duft, sehr sommerlich, sehr frisch. Und einmal noch bezaubernde Kirsche und Pfingstrose, auch von Glade by Breeze, also beides von Glade by Breeze. Genau, auch gut. Da gucke ich ja auch immer, wechsle ich mich auch immer regelmäßig ab vom Duft. Genau. Dann Einweichspüler noch. Ich glaube, ich habe nur zwei diesmal aufgebaut, aber okay. Von Kuschelweich der Pinke. Das ist mit Macadamiaöl gewesen. Hat mir super gut gefallen. Würde ich auch wieder nachkaufen. Ich möchte jetzt auch wieder erstmal wieder aufbrauchen ein bisschen. Wenn ich den sehen würde, weil den haben sie glaube ich nicht immer, kaufe ich mir den auf jeden Fall nach. Dann Farb- und Schmutzfangtücher von Denk mit. Da sind 24 Tücher drin. Brauche ich ja auch immer relativ oft. Deswegen, aber da reicht mir auch meistens die kleine Variante. Und die kaufe ich mir egal von Denk mit, Domol, je nachdem, wo ich halt bin, nach. Also unverzichtbar auf jeden Fall. Dann ist noch ein kleines Spray leer gegangen für den One Touch von Glade by Breeze, bezaubernde Kirsche und Pfingstrose. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, okay. Das ist ja auch wie das große eben, halt nur in kleinen Variante, hat auch super gut geduftet. Ist ja der gleiche Duft, ne? Und dann nochmal von Rubinlicht, meine Teelichter, Sandel und Wüstenrose. Also daran merkt man, dass ich die sehr, sehr mag. Und wie gesagt, solange es die gibt, auf jeden Fall nachkaufen werde. Genau, das war jetzt mein Aufgebraucht-Video für den Monat April. Ich sammle jetzt wieder fleißig weiter, damit meine Projekte, neue Aufbrauch-Challenge und meinen 1000 Produkte in einem Jahr, also das geht, glaube ich, bis September. Aber ich werde das, meine ich, bis Dezember rausziehen, weil so viele Produkte brauche ich doch nicht auf. Aber ich zähle wirklich alles. Also bei den 1000 Produkten, egal was, Haushalt, Pflege, alles. Und bei dem anderen, da zähle ich nur meine Produkte. Die kann ich euch ja mal oben verlinken, die Aufbrauch-Challenge, dass ihr da mal reinguckt, was da überhaupt Phase ist. Genau. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!